Zeiger drinnen steht. Da steht Herr zum Beispiel drin. Das ist schön. Danke. Danke. Da steht zum Beispiel drinnen, dass unser Landeshauptmann der nächste Bundespräsident wird. Das ist ja schon was Holz. So alt ist es auch nicht, die Zeit ist am 20. November. Ja, das ist aber schon gescheit alt, oder was? Das ist ja ganz was Holz. Winfried, musst du das für Trabe, ist die Zeit top aktuell. Ja, jetzt sag schon, was steht denn drinnen? Der Querig gehört auf. Das stimmt sie. Das stimmt sie, der erste Aufschlag. Wenn gar nicht schaut, dann kommen sie nur weit. Ja, jetzt verzögert. Der Meier war vorher das. Ah, Wahnsinn! Wir holen jetzt ja das andere Mal, weil die haben bei Bezirksseite dort eh noch wieder bei. Ah, da werden sie aber schauen, ob man nicht untersehen. Ich möchte Sie zum Bezirksfeiertag 2013 herzlich begrüßen. Unser Jahresschwerpunkt, die Menschen hinter den Schlagzeilen. Es ist auch möglich, manche Tränen zu vergeben. Auch alle anderen Feuerwehrkameraden, wir haben genug vorgesorgt, also das gehört einfach zu dieser heutigen Veranstaltung dazu. In den letzten Monaten wurde vom Filmteam des Bezirksfeuerwehrkommandos ein eindrucksvoller Film entwickelt. Jede Feuerwehr erhält heute eine DVD in besonderer Form. Bei den 197 Brandeinsätzen wurden 7.565 Stunden von 3.392 Mann geleistet. Mit Stand Anfang des Jahres hatten wir 7.304 Mitglieder. Man sieht, wie vorher schon kurz angesprochen war, dass sich da sehr, sehr viel bewegt hat und der Mannschaft das wirklich immer toll geschafft hat, sage ich, das so zu budgetieren. Vor 15 Jahren wurde dazu eine große Ära im Feuerwehrwesen Bezirk Urfa eingeleitet. Brandrat Josef Kernecker und Oberbrandrat Manfred Meierhofer übernahmen die Aufgaben ihrer Vorgänger. Und das ist, glaube ich, Grund genug, dich auch auszuzeichnen mit einem besonderen Verdienstzeichen, mit dem Verdienstabzeichen des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes zweiter Stufe. Deine Aufrichtigkeit, deine Zuverlässigkeit, deine freundschaftlich die wurden beschrieben. Ich kann es nur bestätigen. Ich danke dir dafür und es freut mich unendlich. Erinnerungszeichen meiner Gemeinde und bitte da kurz herauf die Marktmedaille von Waldling überreichen für deine Leistungen über Diebendorf zur Erinnerung an Waldling und Dankeschön. So wie das Licht die Botschaft des Lebens zu uns gebracht wurde, so habe ich unsere Zusammenarbeit erlebt. Speziell wichtig ist Manfred gewesen die Erste Hilfe Ausbildung. In diesem Bereich hatten wir viele, viele Themen und Abläufe zu organisieren. Er war immer ein verlässlicher Partner für die Polizei, wenn wir etwas gebraucht haben. Da hat es keinen eingegeben. Er hat immer versucht, dass er uns als Polizei unterstützen und helfen kann. Wir haben eine starke Feuerwehr, eine Rotkreuzdienststelle vor Ort und viele Vereine, die Tag und Nacht vor dem Einsatz, manche Vereine sind Tag und Nacht auf den Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger garantierten. Ich möchte Ihnen recht herzlich bedanken bei euch für euren Einsatz, für euer Engagement, dass Sie auch immer für uns da seid. Manfred, das macht dich besonders. Ich gratuliere dir sehr, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung.
die Chronik über die vergangenen 15 Jahre. Das soll eine Erinnerung sein an diese aktive Zeit. Ja, ich bin da und danke zusammen für eure Arbeit. Danke für die kompetente Arbeit, die Sie erledigt. Gerne kommen wir auf das Feiern zum Abschied. Das erlebt man sehr. Wochen, ja Monate, Tage unterwegs sind, dieses Programm zu erstellen, die mitgeholfen haben. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, weiterhin wirklich viel Erfolg. Sehr schön gestaltet und genauso, wie es sich der Manfred verdient. Ja, wunderbar war es. Ich war ganz überwältigt, was für so eine Freude was alle haben mit der ganzen Feuerwehr. Und er wird auch genauso jetzt weiterhin bei der Feuerwehrfamilie bleiben. Und er hat sich immer gefreut und genauso mich, weil sonst hätte man das eh nicht durchgestanden, sage ich jetzt einmal. Die Bezirkslagerin in Urfahr und Urfahr Umgebung ist immer eine großartige Geschichte vom Aufbau, von der Darstellung, der Leistung der Feuerwehr. Also wirklich Kompliment zu dieser Leistung. Also ich muss ehrlich sagen, das war wieder seit langer Zeit ein wunderbarer Abend für mich. Ich habe die Feuerwehr aus einem ganz anderen Blickwinkel kennengelernt, China. Es ist an und für sich, ja, man hört immer wieder Zahlen, Fakten, Daten, aber es steckt einfach viel mehr dahinter. Und was für mich halt wirklich bewegend war, ist einfach die Kameradschaft, was im Bezirk Urfahr gelebt wird. Danke, dass ihr dabei habt. Ich habe sicher nichts gewusst, dass wir da überraschen kommen. War sehr schön. Danke. Der heutige Abend, der war für mich eigentlich sehr schön und sehr super. Ich bin jetzt erst einmal dabei bei dieser Veranstaltung und mit den Ehrungen ist es natürlich schön zum Miterleben. Also im Großen und Ganzen voll eine tolle Veranstaltung. Also ich muss sagen, das war ein großartiger Abend, sehr gut organisiert und wirklich wunderbar dargestellt, sozusagen das feuerwehrmäßige Lebenswerk von den zwei Herren. Herr Landeshauptmann, wie hat Ihnen die heutige Veranstaltung gefallen? Es war ein großartiger Bezirksfeuerwehrtag. Es war eine unheimlich herzliche Stimmung bei der Verabschiedung der beiden Feuerwehrpersönlichkeiten, Kernecker und Meierhofer. Und es war eine ausgezeichnete Stimmung. Der Bezirk Urfahr ist feuerwehrmäßig hervorragend aufgestellt. Thank you.